Jenga-RPG. RPG steht natürlich für Rollenspiel und Jenga kennt bestimmt alle. Ihr kennt bestimmt auch alle schon Jenga, oder? Sehr gut. Ihr habt die Mikros da für euch und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt funktioniert. Du wirst uns jetzt gleich einleiten, wie wir dieses Rollenspiel spielen, um was es geht. Und dieser Jenga-Turm spielt eine ganz besondere Rolle. Und auch ihr als Publikum spielt eine Rolle. Ihr dürft nämlich mitentscheiden. Sowohl ihr hier in Hamburg im Jupiter könnt mitentscheiden, wie schwierig die Aufgabe für unsere drei Spielerinnen wird. Und auch draußen in den Chats, ihr könnt auch mitspielen. Also hin und wieder werden wir in den Chat eine Frage stellen und ihr könnt dann abstimmen, 1, 2 oder 3. So ein bisschen wie früher im TV, oder? 1, 2 oder 3. Genau. Könnt ihr euch dann festlegen. So, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert und du führst uns ja am besten jetzt erstmal ein, was hier stattfindet. Genau. Wir haben uns relativ stark an so einem klassischen Pen-and-Paper-Setup orientiert. Vielleicht kennen einige von euch das, da hat man einen Stift und Papier und Würfel und schlüpft in die Rolle von einem Charakter. Und als dieser Charakter erlebt man ein Abenteuer, bewegt sich durch eine Welt und das Ganze ist alles fiktiv. Also man muss sich halt überlegen, okay, was mache ich? Und das sagt man dann einfach und dann gibt es einen Spielleiter, in diesem Fall bin ich das, und der entscheidet, ob das klappt oder ob es nicht klappt oder ob man dafür würfeln muss. Und normalerweise hat man dafür ja ganz viele Werte auf einem Charakterbogen. Ist alles viel zu kompliziert, haben wir uns gedacht. Wir machen das ein bisschen anders. Außerdem haben wir einen Jenga-Turm, ist viel cooler. Genau, und es ist ja ein Creative Gaming Festival hier, deswegen wollen wir erstmal direkt ein bisschen kreativ werden. Ihr drei seid jetzt meine Spielenden und ihr müsst euch jetzt als erstes überlegen, wer ihr denn gerne sein wollt. Ich erkläre euch vorher natürlich das Setting, in dem wir uns befinden. Und ihr müsst euch dann eine Person überlegen, die ihr jetzt gerne sein wollt, also einen Namen für die Person und so einen kleinen Hintergrund, also vielleicht einen Job oder vielleicht irgendwie, ja, was die Person so macht. Dazu, wie gesagt, jetzt erstmal das Setting. Ihr befindet euch in naher Zukunft. Das heißt, wir sind nicht im Jahre 2022, sondern wir sind vielleicht 100 Jahre von jetzt. Und ihr seid auf einer Insel und diese Insel ist vulkanischen Ursprungs. Das heißt, da ist ein Vulkan drauf. Dieser Vulkan ist aber ewig inaktiv gewesen. Das heißt, niemand geht davon aus, dass dieser Vulkan jetzt gleich ausbrechen wird. Problem ist, er wird es tun, also er bricht gleich aus und ihr seid halt auf dieser Insel. Und die Insel ist autonom gestaltet. Das heißt, auf dieser Insel befindet sich ein Ferienresort, wo ihr gerade Urlaub macht zur Nebensaison. Das heißt, es ist ganz entspannt, da sind nicht so viele Leute, ihr seid tatsächlich die einzigen drei, die da noch sind. Das heißt, ihr seid drei Personen, ihr drei, ja, menschliche Personen, und ihr befindet euch auf dieser Insel und sonst sind da nur die entsprechenden Roboter, die diese Insel verwalten, wo man sich halt entspannen kann. Das Ganze ist ein Entspannungsresort mit verschiedenen Bereichen. Es gibt so eine Sauna, es gibt eine Pool-Area, es gibt einen Gaming-Room, weil natürlich in der Zukunft hat man gemerkt, es gibt Leute, die entspannen sich, indem sie Computerspiele spielen. Und deswegen gibt es mittlerweile auch in Ferienresorts Gaming-Rooms. Genau, und da seid ihr jetzt. Und natürlich will man, bis dieser Vulkan ausbricht, haben wir jetzt noch so knapp eine halbe Stunde Zeit. Ja, und in dieser letzten halben Stunde wollt ihr natürlich nicht alleine sein. Das heißt, ihr drei rauft euch zusammen und seid jetzt für die nächste halbe Stunde eine Gruppe und lauft auf dieser Insel rum und könnt versuchen, das ist Ziel des Spiels, euch so sehr zu entspannen wie möglich, bevor ihr dann wahrscheinlich vom Vulkan eingeäschert werdet. Ist vielleicht kein so schönes Setting, aber so ist es nun mal und wir probieren uns zu entspannen. Dafür seht ihr vielleicht auch hier auf dem Bildschirm, könnt ihr schon mal sehen, da oben ist ein Entspannometer und das zeigt, wie entspannt ihr seid. Ihr versucht so viele Punkte so zu sammeln wie möglich. Und unten gibt es dann euren Spieler und der sammelt Stresspunkte. Und das Ganze hat damit zu tun, dass wenn dieser Jenga-Turm umfällt, dann bekommt ihr einen Stresspunkt. Und das heißt, bei jedem Mal, wenn ihr dann einen Jenga-Stein ziehen müsst, müsst ihr einen Stein mehr ziehen, als ihr normalerweise ziehen müsstet. Da kommt auch das Publikum ins Spiel. Es gibt gleich Entscheidungen, wo normalerweise bei einem Rollenspiel würde man würfeln, ob man etwas schafft oder ob man etwas nicht schafft. Wir haben uns gedacht, wir machen das Ganze mit purem Skill. Also man kann selbst entscheiden, ob man es schafft. Es gibt einen Jenga-Turm. Ihr müsst Jenga-Steine ziehen und ihr probiert halt, dass der Jenga-Turm nicht umfällt. Wenn ihr die entsprechende Anzahl Steine gezogen habt und der ist nicht umgefallen, habt ihr die Aufgabe sozusagen geschafft. Das Publikum kann dann
vorher euch sagen, wie schwer ihr es habt. Also die dürfen sich entscheiden, ob ihr ein, zwei oder drei Jenga-Steine ziehen müsst auf einmal. Nacheinander natürlich, aber halt in einem Zug, um das zu schaffen. Genauso gibt es manchmal Abstimmungen im Chat. Aber kommen wir zurück zu dem, was ich eben erklärt habe. Ihr müsst euch jetzt erstmal einen Charakter überlegen. Dadurch, dass wir jetzt natürlich auch wenig Zeit haben, muss es nichts Aufwendiges sein. Ich habe euch mal ein Beispiel vorbereitet. Ihr könntet ein Profisportler sein, der im Ruhestand ist und sich dachte, oh, ich mache jetzt einfach mal Urlaub auf dieser Insel. Das reicht mir schon, dann brauche ich nur noch einen Namen, wie ihr gerne heißen wollt, zum Beispiel Miles Turner. Und genau, das seid ihr dann für die nächste halbe bis dreiviertel Stunde. Habt ihr schon eine Idee? Hat eine von euch schon eine Idee? Nee? Ich lasse euch mal noch ein bisschen Zeit und währenddessen erzähle ich vielleicht noch ein bisschen was. Ihr überlegt aber bitte schon mal, ja? Das ist der Punkt. Dieser Jenga-Turm steht natürlich im Mittelpunkt und wir haben uns überlegt, ob wir ein Zeitlimit setzen, wie schnell man diese drei Jenga-Steine ziehen muss. Im schlimmsten Fall drei, im besten Fall einen. Aber es gibt es nicht. Aber wenn ihr Jenga-Steine ziehen wollt, dann sollte das schon relativ zügig gehen. Ihr habt, wie gesagt, nur diese bestimmte Zeit, bis der Vulkan ausbricht. Das heißt, wenn euer Jenga-Turm umfällt, müsst ihr den wieder aufbauen zusammen. Und das zieht euch natürlich Zeit ab. Außerdem dauert es natürlich, also habt ihr natürlich weniger Zeit, wenn ihr lange braucht, um die Jenga-Steine. Genau. Jetzt schon eine Idee, jemand, wie er heißen will? Willst ich hätte eine Anfang Idee. Machen? Ja? Mein Name ist Lisa Jones. Ich bin mehrere Sterne-Köchin. Ich weiß nicht, was angebracht ist in dieser Welt. Wahrscheinlich mehr als heute, 7 oder so. Bin furchtbar gestresst von meiner ganzen Restaurantarbeit, wo ich die Roboter mit den passenden Aufgaben beauftragen muss und planen muss. Und jetzt habe ich endlich mal nach 27 Jahren endlich mal Urlaub. Endlich mal Urlaub und dann direkt so einer. Okay, den Namen vielleicht nochmal, dann können wir das vielleicht bei der Regie direkt bei... Alisa Jones. Alisa Jones, perfekt. Und das Stresslevel ist noch nicht vorhanden, das heißt, den ersten Punkt können wir schon mal entfernen. Genau. Hast du denn vielleicht eine Idee, wie du heißen willst? Gar keine Idee? Soll ich dir sonst einfach irgendeinen Charakter zuweisen, wer du dann bist? Du musst ihn dann auch spielen, ne? Also so ein bisschen Theater ist dabei. Ja? Was ist denn dein Hobby? Genau, du kannst ja vielleicht auch einfach dich selbst spielen. Ist auch kein Problem. Wie heißt du? Du musst ins Mikrofon sagen, einmal. Okay. Nein, ich meine deinen richtigen Namen. Genau, sag den sonst einfach mal ins Mikro. Phoebe. Phoebe? Okay, also das heißt, du bist Phoebe. Und was ist so vielleicht dein Berufswunsch? Den kannst du ja einfach als Beruf dann nehmen. Das ist falsch geschrieben, mit PH oder wie? Okay, mit PH kriegen wir auch hin. Und was ist so dein Beruf? Also du kannst ja deinen Berufswunsch nehmen. Noch ein E dahinter, ja. Okay, und was ist so dein Beruf? Hast du eine Idee, was du später werden willst? Nee? So, wenn euch das ein bisschen zu aufregend ist, wir können auch andere Leute nehmen, die das für euch machen. Wenn ihr jetzt merkt, ihr habt nicht so eine Idee, können wir gerne machen. Ihr habt keine Idee? Na gut, dann nehmen wir halt die zwei Leute aus dem Team, die eh dafür eingeplant waren. Dann trotzdem danke, einen Applaus. Genau, und dann würde ich euch einfach mal bitten, dass ihr auf die Bühne kommt. Ihr habt ja bestimmt jetzt auch schon überlegt und habt voll die gute Idee, was ihr sein wollt. So. Perfekt. Genau. Na, du kannst ja schon mal deinen Namen sagen, dann kriegen wir das auch auf das Overlay. Sonst fang du ruhig gerne an. Okay, Name muss ich mir gleich noch überlegen. Ich glaube, ich bin Lars. Ich bin Profi-Stricker in der 12. Liga. Ah, und das ist ganz schön anstrengend für die Hände vor allem. Ja, und es wird Zeit für einen Urlaub. Perfekt. Jo, und ich bin Karl Sommer und ich habe ein erfolgreiches Suppen-Startup. Was für ein Startup? Was für ein Startup? Suppen. Suppen-Startup, na klar. Perfekt.
Suppe, nicht Stand-Up-Paddle. Stop. Es ist ein Witz mit Stocks. Aber so, das heißt, wir haben jetzt hier Karl, Lars und Elisa, oder Liza, Elisa, genau, die sind zusammen in der Lobby und beraten sich jetzt, was sie als erstes machen wollen. Wie gesagt, ich habe euch ja schon mal so ein bisschen umrissen, wie es da so aussieht. Es gibt verschiedene Bereiche in diesem Ferienresort, wo ihr hingehen könnt, euch entspannen könnt. Ihr könnt ja mal so ein bisschen beraten, was euch denn am meisten entspannt. Vielleicht stellt ihr euch erstmal gegenseitig vor. Hast du noch eine Frage? Genau, du hast noch eine Frage, ja. Haben wir eine Ahnung, dass mit dem Vulkan was los ist, oder sind wir total entspannt und wir wissen es? Genau, also im Moment seid ihr noch in der Lobby, ihr trefft euch jetzt da gerade so und unterhaltet euch so ein bisschen bei Smalltalk. Da ist noch nicht so viel. Ihr unterhaltet euch gerade mal darüber, was ihr denn als nächstes so machen wollt zum Entspannen, weil ihr seid ja immerhin im Urlaub da. Das könnt ihr ja gerade einmal so kurz umreißen, was euch denn so als erstes einfallen würde zum Entspannen. Ja, also ich bin ja endlich jetzt hier angekommen nach einer ganz schön anstrengenden Reise. Ich brauche auf jeden Fall erstmal einen sehr gut gemachten Cocktail. Ich hoffe, dass die das hier hinkriegen. Das weiß ich ja nicht, also da habe ich ja hohe Erwartungen. Aber mir wurde berichtet, dass das geht. Und dann möchte ich bitte am Pool einfach mich in Ruhe hinlegen und einen Cocktail genießen. Ja, moin in die Runde, ich bin Karl. Ich verkaufe Suppen hauptberuflich und demnach habe ich auch gemerkt, dass in der Wärme sitzen ist schon ganz nett. Also ich sitze jetzt nicht in meinen Suppen, aber ich habe zu Hause einen Hot Tub und ich hätte auch gerne hier eine Hot Tub und würde mich dann gerne erstmal in den Whirlpool setzen. Hi, ich bin Lars. Also ich fände es jetzt total gut. Ich habe... Wisst ihr, ob es hier Massagen gibt? Habt ihr das schon gesehen? Ja, ich glaube, da so den Weg runter, da war so ein Schild. Ich wäre sehr schwer für eine Massage, so gerade für die Handgelenke, wäre schon gut. Okay, ja, da haben wir schon mal so ein Stimmungsbild. Genau in dem Moment, wo ihr dann so euch wieder trennen wollt und es losgeht, kommt so ein Distress-Signal. Also das heißt, diese ganze Anlage, da sind überall an der Wand so Paneele, wo man alles Mögliche steuern kann, natürlich für die Bediensteten, also in dem Fall Roboter. Genau, und da steht jetzt überall auf diesen Bildschirmen, die überall sind, ne, das ist natürlich voll digital alles, steht jetzt so, ihr habt ein Problem, Vulkanausbruch in 45 Minuten und es gibt leider auch niemanden mehr, der euch jetzt dann noch retten kann. Das steht da so und wird euch einfach so präsentiert. Damit seid ihr jetzt konfrontiert. Und ihr könnt ja mal überlegen, was ihr jetzt damit anfangt. Entschuldigung, aber das ist doch bestimmt ein Probealarm, oder? Also das müssen wir im Restaurant ja auch regelmäßig. Ich glaube, wir können einfach weitermachen, oder? Also Ich glaube, das ist Bespaßung. Also, das ist das Nachmittagsprogramm. Also da stand doch irgendwie Überraschung. Ja, ich glaube, das ist das. Wir wollen uns nur auf Trab halten. Also wo war der Cocktail? Ich muss noch mal... das klingt schon so ein bisschen... Aber ich weiß nicht, das blinkt hier alles so... Sicher? Okay, ich vertraue euch. Genau in dem Moment kommt dann der Lobby-Roboter, sorry, also der, der an der Empfangstheke arbeitet, zu euch und erklärt euch... ihr habt jetzt noch genau 45 Minuten Zeit. Dann wird dieser Vulkan ausbrechen und in dem Moment hört ihr es auch schon so grummeln in der Ferne. Also das heißt, die Insel ist in Aufruhr, da bewegt sich schon was. Und was er euch leider auch erklärt, ist, dass schon in so ungefähr 5 Minuten so viel Asche aus diesem Vulkan kommt, dass leider auch kein Helikopter oder Flugzeug euch mehr erreichen kann. Und per Boot ist es an den Steilküsten leider nicht so leicht anzulegen. Deswegen hat sich die Leitung dieses Ressorts dazu entschieden, nichts zu tun, weil das ist sonst auch zu teuer. Tut uns leid. Aber ihr habt einen Timer, der läuft auf diesem Bildschirm, 45 Minuten Zeit. Und ihr könnt jetzt überlegen, was ihr damit macht. Das sagt er euch so direkt ins Gesicht und dann haut er einfach wieder ab. Wie jetzt? Das war doch ein Scherz jetzt, oder? Also, Entschuldigung, könnten Sie nochmal wiederkommen? Also, dieses Zusatzprogramm, also das mit der Vibration ist ja schön und gut, aber ich weiß nicht, wie sie das eingebaut haben, aber hallo? Der dreht sich nicht mehr um, der geht einfach. Selbstzerstörungsprogramm. Extrem komisches Geschäftskonzept. Also ich weiß nicht, warum man, wenn jetzt wirklich dieser
Vulkan ausbrechen würde. Also, Entschuldigung, aber welcher Hotelier ist so doof und baut ein Hotel direkt neben einem Vulkan, der anscheinend so schnell ausbricht, dass man da nicht mehr wegkommt? Das klingt einfach nur nach einem Verlust für mich. Also, ich glaube dem Ganzen noch nicht so ganz. Ich gucke jetzt nochmal auf der Homepage, also ob ich das irgendwie überlesen habe. Ich mach mal hier die Maps auf. Ja, guck mal nach. So Escape Room ja, oder so habe ich ja eigentlich gar nicht gebucht. Ich sehe das auch überhaupt nicht ein. Ich hab in 2 Wochen, ich muss mich vorbereiten auf das nächste Turnier. Wir stricken Norweger-Pullis. Es braucht Übung. Du musst trainieren. So, während ihr so überlegt, das kann ja nicht ernst gemeint sein, erscheint auf dem Bildschirm ein freundliches Gesicht vom Leiter dieser ganzen Firma, die da diese Ferienanlagen betreiben. Und der sieht nicht so fröhlich aus. Aber der erklärt euch, der hat so ein bisschen Hintergrundrecherche betrieben und weiß, dass ihr nicht so viele Leute habt, die euch vermissen werden. Und deswegen ist dem Entschuldigung. Leider auch relativ egal. Und er sieht es halt als Kollateralschaden. Und das erklärt er euch so ein bisschen. Dann sagt er so, aber er macht euch alle Türen auf im ganzen Hotel. Das heißt, ihr könnt überall hin, ihr könnt die letzte Zeit noch genießen. Und wie gesagt, der Timer läuft langsam ab. 44 Minuten noch auf der Uhr. Eure Entscheidung. Also ich finde das jetzt eine sehr dreiste Annahme, dass mich niemand vermissen würde. Ich habe ein erfolgreiches Unternehmen. Wir haben Aktien, wir sind gerade an die Börse gegangen. Also ich glaube, das ist ein großer Verlust für nicht nur die Suppenbranche, sondern auch den gesamten Markt. Also weiterhin, ich traue der ganzen Sache nicht, aber... Ne? Was für Suppen sind das eigentlich? Also so. Also wir haben Gemüsesuppen, wir haben Fleischsuppen, wir haben Brühe, wir haben Bouillon, wir haben... Die meinen so Tüte? Naja, also wir haben Gläser, wir haben Brühewürfel, wir haben auch in Plastikcontainern fürs Recyceln, wir haben Suppenküchen, wir haben Suppenrestaurants, wir haben ganz viel. Ist vielleicht nicht so schlimm, wenn das nicht mehr da ist. Sind Sie nicht mehrfach Sterneköchin? Also ich würde das nochmal überprüfen lassen, um ehrlich zu sein. Also sowas kommt mir nicht in meine Küche. Ihr Verlust. Also ihr könnt euch da ruhig weiter streiten. Ich nehme jetzt erstmal meine Massage in Anspruch. Also das wirklich, dafür bin ich hergekommen. Stimmt, ich sehe das auch überhaupt nicht ein. Wie war das jetzt? 45 Minuten? Also komm, da wird doch am Ende wird da doch. Das ist irgendein. Wir sind im Fernsehen. Bestimmt. Genau, stimmt. Wo ist die versteckte Kamera? Sowas gab es doch mal, oder? Genau. Ich habe das Kleingedruckte nicht gefunden. Aufgrund dieser schockierenden Nachrichten gehst du jetzt einfach mal los zu diesem Massagesalon und ihr zwei, weil ihr halt vollkommen perplex seid und nicht so genau wisst, was jetzt abgeht, lauft einfach mal hinterher. Weil, ganz ehrlich, es hat jetzt auch keinen Sinn, sich da noch groß Gedanken zu machen. Und ihr geht mal zur Massage. Jetzt haben wir ein Problem, weil in diesem Massagesalon ist natürlich dieser Massageroboter und der funktioniert wohl auch noch gut. Aber was nicht mehr so ganz funktioniert, ist, dass da stehen so Lotionen rum, mit denen man halt massiert wird. Und die müssen erst zusammengemischt werden, damit die gut sind. Genau, und ihr habt jetzt die Option, euch zu überlegen, ob ihr euch so massieren lassen wollt, was vielleicht nicht so entspannend ist, wenn das ohne entsprechendes Öl vonstatten geht. Oder ob ihr euch daran mal versucht, diese Lotionen zusammenzumischen. Das Problem ist, ihr wisst, dass sie ein bestimmtes Verhältnis haben muss. Und genau, da ist einfach jetzt sind so ein bisschen eure Optionen. Ihr könnt euch natürlich aber auch weiter in diesem Massagesalon umgucken, was es da so gibt, ob der da noch was findet. Genau. Feel free. Ich nehme mal so ein Fläschchen und schnupper. Also das Fläschchen, was du jetzt genommen hast, das stinkt ganz schön. Ganz schnell wieder Deckel drauf und weg. Ich überlege mir, ob ich das zweite nehmen möchte. Vielleicht sieh mal, also... Warum soll ich das jetzt nehmen? Nee, das ist... War das jetzt eine Stichelei? Nee, vielleicht... Also, ich muss das, glaube ich, nicht anmischen. Ich halte mal eins ins Licht. Ich bin schon ein
Tougher Kerl, ja. Ich glaube. Auch das zweite Fläschchen riecht nicht ganz so angenehm. Im Licht siehst du, dass es die zweite Flasche ist relativ durchsichtig, die Flüssigkeit, die da drin ist. Gibt's denn irgendwie eine also gibt's da irgendwie so ein Muster, wie man das zusammen packt? Eine Anleitung? Nö. Habt ihr jetzt keine Anleitung? Normalerweise macht es halt eine Maschine. Die ist leider außer Betrieb. Genau. Gibt es ein Behältnis irgendwie, wo man drin mischt? Ja, also es gibt alle möglichen Utensilien, die dafür vernünftig sind. Das heißt, ihr habt da so einen kleinen Stößel, ihr habt irgendwie ein Behältnis, wo ihr was mixen könnt. Auch einen Schneebesen, ein ähnliches Ding ist da, damit man das halt zusammenmengen kann. Das sieht alles noch sehr vorsintflutlich aus dafür, dass wir ziemlich in der Zukunft sind. Genau. Ja, machen Sie das doch mal. Sie können doch mit so mit Schneebesen und sowas. Ich probiere mal. Genau. Rieche noch mal an zwei, drei Sachen und das, was nicht ganz so komisch riecht, da werde ich mal so einen Tropfen reintun. Genau. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Jenga-Entscheidung. Wir gucken jetzt einfach mal, ob diese Utensilien, die du da zusammengemixt hast, wunderbar gut funktionieren als Massageöl oder nicht. Und dafür würde ich sagen, machen wir einmal eine kleine Abstimmung. Ja, ihr Publikum, ihr könnt jetzt entscheiden, wie schwer diese Aufgabe ist. Soll sie 1, 2 oder 3 Steine ziehen? 2. 2. 2, ja. 2. 2 ist die Mehrheit. Also, sehr gut. Wir haben eine Aufgabe. Das heißt, wir haben ein moderates Publikum. Dann zieh doch mal bitte 2 Jenga-Steine. Irgendwo. Im besten Fall ohne, dass der Turm umkippt. Er ist ziemlich gut gebaut, offensichtlich. Okay. Der Moderator. Ah, guck mal, hier kriege ich gleich beide auf einmal. Das ist ja Pro-Move. Wow. Wunderbar. Ob das jetzt so regelkonform war, lassen wir mal an. Alles gut. 2. Es war drauf, nicht die Rede von 2 nacheinander. Da müsste das Publikum genauer sein. Sehr gut. Genau, mit deiner Chefkoch-Spürnase hast du natürlich direkt die richtigen Zutaten ausgewählt. Und ihr habt ein wunderbar wohlriechendes Gemisch erstellt. So, jetzt ist die Frage, was macht ihr? Das war ja nicht anders zu erwarten, ne? Also. Also, und den Rest macht dann die Maschine? Das ist so. Naja, ihr habt jetzt so eine Massagelotion. Da steht so ein Massageroboter rum, da stehen Massageliegen. Ihr habt im Prinzip alles, was ihr braucht für eine Massage. Ich schmeiß mich auf die Liege. Ich guck mir das erstmal an. Ja, ich würde mich auch auf die Liege und irgendwie noch. Kann man das irgendwie einstellen? Also ich bin hier besonders verspannt in den Armen und in den Handgelenken. Okay, das heißt, ihr zwei liegt jetzt auf der Liege und du schaust erstmal so ein bisschen skeptisch ich guck zu. Ich gucke erstmal. Genau. Es passiert auch tatsächlich nichts. Also dieser Massageroboter steht da und macht nichts. Das ist ein richtig schlechter Service hier. Ja, ich schaue nochmal, ob man den irgendwo anschalten muss oder so. Genau. Du findest auf jeden Fall 3 Knöpfe. Aber du weißt nicht, für was die sind. Sieht ein Knopf benutzter aus als ein anderer? Ja, du kannst nicht auf ersten Blick erkennen, ob da irgendwie was abgenutzt ist, ne? Ja, also hier sind 3 Knöpfe. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Ich würde vorschlagen, jeder von uns drückt ein und wir machen es gleichzeitig. Ja, gut. Na gut, okay. Wer fängt an? Na, wenn wir es gleichzeitig, ja. Aha. Ja, dann müsstet ihr trotzdem alle nacheinander Jenga-Steine ziehen. Ob ihr die richtigen Knöpfe drückt, habt ihr euch jetzt vielleicht ein bisschen unnötig schwer gemacht. Das Publikum kann nochmal abstimmen. Wir fragen wie viele Jenga-Steine müssen denn gezogen werden? Wir fragen einzeln, oder? Wie viel jede Person ziehen soll? Okay, einzeln? Ja. Dann fragen wir einzeln. Wie viel soll Karl ziehen? Karl zieht 3. Lars zieht auch 3 und Karl Sommer muss nur einziehen. Okay. Sehr schön. So, dann fangen wir mit Lars an. 3 Stück, ja. Gleichzeitig. Genau, die oberen 2 Reihen sind natürlich tabu beim Jenga. Immer diese Regeln hier. Gibt es eine Beschwerde-Hotline sowohl für dieses Hotel als auch für dieses Spiel? Ja, für dieses Spiel? Nein. Aber ich dachte, die Jenga-Regeln.
sind geläufig. Regeln sind manchmal darum, gebrochen zu werden. Ich habe das Gefühl, der Boden wackelt. Wunderbar. Was man nicht alles für eine Massage macht. Ja, man kann doch nicht richtig entspannen, wenn man nicht vorher gestresst ist, also. Zu den Regeln. Würden Sie denn jetzt einen Stresspunkt kriegen, wenn es einstürzt? Oder wie ist die Regel? Genau, nur wenn der Jenga-Turm umfällt, passiert da Stress. Also okay, so, also Lars hat es geschafft. Alles entspannt. Ja, Lars, so, wunderbar. Drei, ne? Drückt einen Knopf und der Roboter bewegt sich auf jeden Fall schon mal auf dich zu. Oh, 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 oh. War der zweite. Das endet gleich böse für mich, ich sehe es schon. Mann, du musst nur einen ziehen. Ja, aber der muss sitzen. So. Wunderbar. Auch bei Eliza war erfolgreich. Jetzt muss noch Karl Sommer sein. Du hast wohl auch den richtigen Knopf erwischt. Der Roboter bewegt sich halt von dir weg auf die Liegen zu. Du stehst ja noch daneben und guckst so von ein bisschen der Ferne an, was da gerade passiert. Jetzt hängt alles von Karl ab. Genau, einen Stein brauchen wir noch. Muss ich mit dem Schild. Wunderbar. Sehr gut. Genau, damit alles gut gelaufen. Anscheinend habt ihr genau die richtige Kombination an Knöpfen gedrückt, nämlich alle drei gleichzeitig. Und der Roboter beginnt an, euch beide zu massieren. Und dadurch, du schaust da ja zu und siehst das. Und alleine durchs Zuschauen bist du schon entspannt, weil da mal halt was passiert, was euch natürlich hilft. Und dafür würde ich sagen, bekommt ihr euren ersten Punkt, euren Entspannungspunkt in der Massage. Sehr gut. Du kannst dich jetzt natürlich entscheiden, auch noch massiert zu werden, wenn du jo, das ich gerne möchtest. Ja, ich würde mich, also wenn ich, das sieht ja sehr professionell aus hier, also dann würde ich mich anschließen. Genau, tatsächlich sind aber jetzt auch schon die ersten 10 Minuten rum und ihr müsst nach einer kurzen Massage, aber einer sehr guten Massage, schnell weiter und euch überlegen, was ihr als nächstes machen wollt. Ja, Cocktail, ne, sagte ich ja, also klingt gut. Ja, also direkt an die Bar, an die Poolbar, an die normale Bar. Gibt alles. Ich guck mal zum Himmel. Ich hätte jetzt die Dachbar gesagt, also dass wir mal richtig einen Ausblick haben. Bei so einer Aschewolke. Ja, genau, also wer weiß, was die jetzt hier für eine Show sich ausgedacht haben. Okay. Vielleicht gibt es ja was zu sehen. Also, dann bewegt ihr euch schön auf die Dachterrasse und da oben seht ihr, der Himmel ist schwarz. Also es war wohl kein Witz und euch wird zum ersten Mal so richtig bewusst, dass das real ist, was hier gerade passiert und ihr nicht irgendwie einem doofen Scherz einheimgefallen seid. Und ich hätte gern einen Jenga-Stein von jedem von euch, ob ihr damit umgehen könnt, so rein psychisch. Das heißt, wer will anfangen? Einen Jenga-Stein ich ziehen. Ich mach das jetzt als erstes. Das ist, ja. Das ist der stabilste Tisch tatsächlich im Haus, also da keine Angst haben. Also bis jetzt war alles noch sehr entspannt, die bisherigen, aber jetzt wird es tatsächlich ernst. Jetzt wird es tatsächlich ernst. Wir riechen Realität, das ist ein bisschen beunruhigend. Frag mich auch, was das über Karl als Charakter aussagt, dass er sich jetzt so vorgedrängelt hat in dieser Notsituation. Ich möchte unbedingt seinen Cocktail haben, also...
Vielleicht ist er auch mental sehr gefestigt. Eine Führungsperson einfach. Ja, ja, er ist eine Führungsperson und er möchte jetzt so einen Gurke-Whisky-Cocktail haben, weil er letztens Gurkensuppe nämlich rausgebracht hat und jetzt gerade in seinem Gurkenmodus ist. Gurke, okay. Hatte an anderes gedacht, aber ist ja vielleicht auch nicht anders zu erwarten. Ja, jedem das Seine, ne? Karl steht auf jeden Fall gerade oben bei der Terrasse und hat so diesen Blick, den so mittelalte Männer bei so Baustellen haben. Und guckt so in die Ferne und ist so, und schaut sich so gerade den Vulkan an. Sehr prüfend. Ja, ich meine, so eine Aschewolke am Himmel ist halt auch ein beeindruckender Anblick, ne? Das muss man auch nicht vergessen. Ja. Wunderbar, auch Elisa kommt gut mit dem Druck zurecht. Ja, unsere letzte Person. Ach, du hast schon. Ach, da habe ich nicht aufgepasst. Ihr wart schneller als gedacht. Wunderbar. Also, ihr merkt zwar, das ist jetzt alles real, aber durch die Massage seid ihr noch so entspannt, dass euch das gerade irgendwie nicht so juckt. Und ihr denkt natürlich schon an den Alkohol, der das vielleicht hoffentlich auch noch mindert. An der Stelle natürlich, Alkohol ist natürlich eine Droge. So, das heißt, das ist vielleicht nicht die beste Option, das als Stresslinderung zu sehen. Deswegen ist der Alkohol auch weggesperrt. Also tatsächlich, ne, da sind ja auch vielleicht auch Kinder mal im Urlaub und der Alkohol ist natürlich strikt versperrt hinter einem Glasschrank mit schönem Schloss. Es gibt einen Barroboter, der steht da. Es gibt alles, was so eine Bar zu bieten hat. Also ihr könnt euch jetzt auch eine Cola gönnen, wenn ihr wollt. Genau, ihr müsst nur, könnt euch ja mal umgucken. Ihr seid auf dieser Dachterrasse, da ist die Bar, da sind Sitzmöglichkeiten. Eigentlich ganz schön da oben, ja. Bis auf diese Aschewolke am Himmel. Also, ich nehme an, ich finde nicht einfach simpel einen Schlüssel für diesen Schrank, oder? Du kannst dich ja mal umgucken und du wirst merken, nein. Okay, dann, da ich jetzt gerade realisiert habe, oh, okay, das ist hier, also das scheint wirklich real zu sein. Ja, dann hole ich meine Stricknadeln raus und fange an dem Schloss rumzuwerkeln, um das Schloss aufzubrechen. Okay, ja, ich hätte gerne mal eine Abstimmung. Wie schwierig, denkt ihr, ist es mit Stricknadeln ein Schloss zu öffnen? Was denkt das Publikum, wie schwierig ist diese Aufgabe? Da kennt sich jemand mit Stricknadeln aus. Denkt ihr auch schon? Eins, okay. Na gut, dann machen wir einen Jengerstein. Anscheinend bist du sehr, sehr, sehr versiert mit Stricknadeln. Ein sehr nettes Publikum, muss man ja sagen. Das oder? Auf jeden Fall auch, ja. Ich hätte gedacht, es kommt immer eine 3. Ich glaube, wir haben auch nichts anderes erwartet. Jetzt, wo die Handgelenke auch so aufgelockert und gut massiert sind, da geht das ja umso besser sicherlich. Ja, die Stricknadeln haben ihren Dienst getan. Ich habe ganz deutlich ein Klicken gehört in dem Schloss. Genau, ihr freut euch natürlich alle, dass dieser Schrank jetzt offen ist und ihr an alles rankommt, was ihr wollt. Was macht ihr damit? Ja, erstmal gucken, was da so drin ist. Also ausholen. Also die Bar ist sehr gut ausgestattet. Ich glaube, so von dem günstigsten aller Whiskys bis zum teuersten aller Rumsorten ist da alles vertreten. Das ist natürlich ja auch relativ luxuriös, dieses Resort. Also da könnt ihr wirklich alles nehmen. Es ist natürlich Alkohol alles. So. Die anderen Sachen sind nochmal woanders. So in der Bar, in so einen Schubladen, die gekühlt sind. So da. Genau, ihr habt da jetzt die Möglichkeit. Ich gucke so zum Himmel und denke so, ja, Tequila Sunrise wäre jetzt schön. Guck mal, ob die passenden Zutaten da sind. Die passenden Zutaten sind da? Noch, ja, Tequila Sunrise? Ja, da sage ich nicht dann, nein. Dann mixe ich uns das. Karl ist nebenbei schon dabei, so eine Gurke so zu schnibbeln, dass es so in Spiralen geht zur Deko. Ja, hübsch sieht's ja aus. Hätte ich gar nicht erwartet. Das heißt, ihr probiert jetzt so, euch den Cocktail selbst zu mixen? Ja, natürlich ist ja keiner mehr hier. Also ich guck noch mal, ob doch also noch irgendwo... Also der Bar-Roboter steht da. Ja, der steht aber da so rum, ne? Also gibt's da wieder Knöpfe? Stimmt, nein, den könntet ihr ansprechen, wenn ihr wollt, natürlich. Hallo, Roboter, kannst du uns einen Cocktail mixen? Wir möchten bitte 3 Tequila Sunrise mit Gurke. Ja, sagt er, kann ich machen. Und fängt an zu werkeln und macht euch einen Tequila Sunrise. Damit habt ihr euren zweiten Entspannungspunkt, weil ihr habt einen netten Cocktail, den ihr schlürfen könnt.
Ich sag ganz ehrlich, ihr hättet auch einfach bei dem bestellen können. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit gewesen. Oh. Aber ist natürlich so auch schön gewesen. Genau, jetzt habt ihr euren Cocktail und seid schon ein bisschen entspannter. Wollt ihr auf der Dachterrasse bleiben? Weil so langsam fängt es an, so sich diese Staubwolke, die da aufkommt, die senkt sich auch so langsam natürlich auf diese Dachterrasse. So, ihr habt vielleicht schon so ein paar Asche, Krümel im Haar. Eine wichtige Cocktail Frage. Eventuell. Haben unsere Cocktails so Schirmchen, die Asche absolut abschirmen? Ja, also so groß sind die natürlich ja nicht. Die hängen ja nur immer so auf dem Rand. Aber so ein bisschen. Aber bald, würde ich sagen, ist der Cocktail voller Asche. Also ihr solltet euch vielleicht überlegen, ob ihr nicht wieder reingeht. Ihr könnt natürlich auch draußen bleiben. Naja, also verlockend ist es ja jetzt hier gerade nicht. Vielleicht nehmen wir unseren Cocktail und suchen uns vielleicht das Kino oder so. Das klingt sehr gut. Also ich möchte meinen Designeranzug eigentlich auch nicht hier einaschen, um ehrlich zu sein. Da Randflecken sind das dann vielleicht, es ist nicht so schön. Vielleicht gibt es irgendeinen Film aus der Gegend hier, damit man auch mal weiß, wie das hier eigentlich aussieht. Sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ja, so ein bisschen einen schönen Film, wär ich dabei, ja. Genau, als ihr dann so wieder reingeht durch die Eingangstür, habt ihr an der Seite wieder mal so ein Screen und da steht drauf, ihr habt noch so 20 Minuten Zeit, bis dieser Vulkan endgültig ausbricht. Jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, ob ihr in dieses Kino geht. Ist eine Möglichkeit und da einen Film schaut, der dauert natürlich ein bisschen. Das müsst ihr euch jetzt ganz gut überlegen, ob das Letzte ist, was ihr machen wollt. Aber ist eine Option. Also das ist nur so die Diskussion, die jetzt aufkommt, sobald ihr seht, 20 Minuten. Ja, die Filmauswahl, die da angeboten ist, sieht jetzt nicht so interessant aus. Was ist denn, da hängt ja noch ein Schild, was es noch so für Angebote in diesem Hotel gibt. Genau, also ihr könnt, da hängt ein Plan an der Wand, der die ganze Hotelanlage zeigt, ne, wo man, damit man sich auch zurechtfindet, weil das ist ja auch relativ labyrinthartig aufgebaut. Es gibt, wie gesagt, einen Sauna, einen Poolbereich, es gibt dieses Kino, da könnt ihr auch rein. Theoretisch könntet ihr auch überlegen, ob ihr den Film vielleicht im Schnelldurchlauf schaut oder so, wenn euch das Spaß macht. Da habe ich gar kein Problem mit. Und diesen Gaming-Raum, den gibt es auch. Sonst alles eigentlich, was ihr euch vorstellen könnt, um euch zu entspannen. Wenn ihr euch was überlegt, was in 20 Minuten vielleicht eher machbar ist, als einen Film zu schauen. Wie wär's mit Minigolf? Auf Minigolf hätte ich Lust. Da gibt es auch immer so einen Vulkan, ne, wo man irgendwie, vielleicht ist das die Aufgabe, wer ja, weiß. Vielleicht befinden wir uns in einem Minigolfspiel. Seid ihr denn gut im Minigolf? Naja, also, warte mal, der letzte Urlaub war vor 27 Jahren, also damals war ich ziemlich gut, ja. Okay. Wirklich? Das heißt, ihr bewegt euch zur Minigolfanlage. Ihr habt Glück, die ist nämlich überdacht, damit man bei jedem Wetter Minigolf spielen kann, weil das ist, also ist ja logisch, Minigolf muss man spielen können. Genau, und ihr könnt da im Prinzip einfach direkt loslegen, Schläger, Bälle, liegt alles da. Und ihr seid jetzt beim ersten Loch und ich hätte gern von jedem mal so zwei Jenga-Steine, wie gut ihr denn abschneidet. Also ob ihr beim ersten, zweiten oder... Also, doch erst beim dritten. Ja, also bei mir geht's jetzt los auf jeden Fall. Da kommt jetzt die kompetitive Ader raus. Ich will das Ding gewinnen, unbedingt. Okay. Genau, also ihr könnt jetzt überlegen, ob ihr halt drei Steine zieht, dann würdet ihr beim ersten Schlag einlochen. Wenn ihr zwei Steine zieht, beim zweiten und beim einen Stein locht ihr halt erst beim dritten Schlag den Ball final ins Loch. Ich hätte nicht gedacht, dass Minigolfspiel mal so stressig sein könnte. Ich hoffe, die Regie hat schon mal eine Zeitlupenwiederholung vorbereitet. So richtig Makro hier. Und mit dramatischer Musik unterlegt, bitte. Oh. Ja, tatsächlich habe ich mich auch gefragt, ob Minigolf nicht eher Stress ist, aber... Minigolf ist nur stressig, wenn man stressig macht. Kommt drauf an, wie kompetitiv man das sieht. Das stimmt natürlich. Minigolf ist Krieg. So, wir sind bei 2. Lars möchte wirklich den dritten noch ziehen. Die zwei obersten Reihen sind tabu. Verboten. Zwei. Zwei.
Okay, wunderbar. Lars fängt an und direkt beim ersten Schlag. Man merkt, da ist ein Profi am Werk. Genau. Last but not least. Wer möchte als nächstes? Ihr könnt auch Schnick, Schnack, Schnuck drum machen, ja. Oh, noch ein Spiel im Spiel, wunderbar. Meta. Eine richtige Gameception hier. Wie streng sind wir denn mit den Jenga-Regeln, wenn man zwei Hände benutzt? Das ist alles egal. Also vollkommen. Wie gesagt, wir wollen ja, dass sie sich entspannen. Wir wollen ja hier keinen Stress auf der Bühne verursachen, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist erlaubt mit zwei Händen, oder? Je nachdem, wie streng man das auslegt. Ich habe keine Ahnung. To be honest. Nee, also, wer hat das Jenga? Wer gerne nachlesen möchte, da unten steht ein Jenga. Ich glaube, da sind auch Regeln drin. Aber ich kümmere mich da jetzt nicht drum. Ich finde, hier ist alles erlaubt. Nächster Schritt. Wir gehen das Jenga-Manual suchen und lesen das durch, um zu entspannen. Ja, so viele du willst. Also du kannst auch nach einem aufhören. Wenn du nicht gewinnen willst, so dann... Wie viel da war das jetzt? Der zweite? Zweite, ja. Man muss auch wissen, okay, wann man aufhört. Genau. Also wunderbar, beim zweiten Schlag eingelocht. Genau, die dritte Spielerin hat natürlich jetzt ein bisschen Vorteil, weil die konnte sich die beiden vorher schon angucken und weiß jetzt, wie theoretisch diese Bahn machbar ist, sowohl mit einem als auch mit zwei Schlägen. Deswegen musst du für den ersten Schlag, also dass du es mal beim ersten Schlag schafft, nur zwei Jenga-Steine ziehen. Ja. Und für zwei Schläge nur einen. Ich sag das jetzt out of character. Karl ist komplett überzeugt, dass er ein richtig guter Minigolfspieler ist. Er hat so die Pose richtig, er ist richtig so ergonomisch und aerodynamisch am Start. Er kann das aber echt nicht gut. Deswegen werde ich jetzt nur einen ziehen und ich bin auch nicht optimistisch, dass es tatsächlich was wird. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Aber gucken wir mal, wie so gut sich Karl beim Minigolf schlägt, auch wenn er schlecht darin ist. Die Regelfreunde im Publikum sind auf jeden Fall vorhanden. Da sind die Jenga-Regeln sehr radikal ausgelegt. Vielleicht im Chat ja auch. Aber bei uns ist das alles ein bisschen entspannter. Wir haben schon genug Stress mit der Zeit, ne? Je länger ihr braucht, um die Jenga-Steine... Ich sag's ja nur. Was denn für ein Stress? Also oh. Nee, es geht hier um Entspannung. Glaubst du, der schlägt auch noch nach dem Ball oder was macht der da die ganze Zeit? Ich sehe immer nur, dass er nochmal zielt, nochmal Seite wechselt, sich auf die andere Seite stellt vom Ball und dann doch nochmal überlegt. Ja, was man wieder anpeilt. Also irgendwann, es wäre jetzt auch ganz schön, irgendwann mal. So eine klassische Sollen wir schon mal zur zweiten Bahn vorgehen? Zwei sind schon, alle sind schon fertig, nur die letzte Person muss noch die Bahn schlagen und alle so, oh, können wir nicht weiter. Ich nehme mal so einen Tequila-Schluck. Prost. Vielleicht wird das ja heute noch was. Das ist der hochkonzentrierteste Minigolfschlag aller Zeiten. Genau, und jetzt den Finger da lassen. Oh mein Gott. Sehr gut. Genau. Ja, damit ergibt sich sozusagen ein 1-2-2. Und genau, ihr spielt dann so fröhlich ein bisschen weiter, ne? Das entspannt euch dann auch auf eine Art. Und ihr kommt zum letzten Loch und wir haben den gleichen Punktstand, den wir jetzt haben. Und das letzte Loch ist, weil ihr euch das aufgehoben habt, der Vulkan.
Der ist natürlich, wie jeder weiß, relativ viel Glück, weil das ist ja einfach nur so ein Kegel und ne, du probierst halt da reinzuschlagen. Natürlich, vielleicht ein Profi kann das natürlich besser als die anderen. Und diesmal hätte ich gerne, dass ihr nacheinander die Steine, also nacheinander die Steine zieht, aber so, dass wir anfangen bei einer Person, ne, und ihr überbietet euch sozusagen. Wer nicht mehr will, sagt, nee, ich möchte jetzt keinen mehr ziehen. Genau, ihr könnt jederzeit aufhören, aber einen müsst ihr auf jeden Fall ziehen. Und genau, da du eben als Letztes gezogen hast, darfst du diesmal anfangen. Das weiß ich nicht so genau, aber du musst dir vorstellen, wenn du schaffst, haben die anderen noch schwierigere Situationen. Schwierigere Situation. Genau. Karl dauert wieder relativ lang, bis er sich entscheidet, wie er diesen Vulkan angeht. Euer Tequila Sunrise ist mittlerweile leider auch leer. Das heißt, ihr habt nicht mehr so viel zu tun, wie ihr so daneben steht. Na, die Geräuschkulisse ist gerade, dass Lars da aus dem leeren Glas noch mit dem Strohhalm schlürft. So dieses typische letzte Schlürfen. Was ich jetzt nicht versuche nachzumachen. Eine wackelige Angelegenheit. Okay, aber Karl hat den Stein zumindest rausgezogen. Nicht zu früh applaudieren, der muss ja noch oben drauf. Sehr gut. Sehr gut. Okay, Karl fängt schon mal gut an. Lässig mit einer Hand. Genau, die dritte Reihe geht. Jawohl. Okay. Sehr gut. Also, geht direkt weiter, ne? Wir spielen jetzt, bis dieser Turm umfällt. Ja. Du kannst natürlich auch sagen, du willst nicht mehr spielen, dann ist das so deine Entscheidung, dann bist du fein damit. Aber du gewinnst halt das Spiel auch nicht. Also, einmal versuche ich es noch. Wenn es kracht, dann kracht es. Ist auch okay. Ich habe den Eindruck, da ist wieder ein Beben. Okay. Auf jeden Fall eine Competition am Start. Ihr seid alle sehr gewillt, dieses Spiel zu gewinnen, für euch zu entscheiden. Karl schlürft jetzt übrigens auch den Cocktail und tupft sich aber nebenbei auch die Stirn ab. Ist Minigolf noch entspannt, wenn man schon schwitzt? Naja, ist doch nicht gerade ein Vulkan am Ausbrechen? Ich habe das Gefühl, das macht das Ganze ein bisschen wärmer. Sehr gut. Wie gesagt, ihr könnt auch jederzeit sagen, nö, ich verliere gerne dieses Minigolfspiel. Ich will das gewinnen, wirklich. Ja. Das kann ich verstehen. Das soll meine letzte Tat sein. Ich meine, das ist das Letzte, was man im Leben erreichen kann. Ja, da will man auch ein Minigolf-Turnier gewinnen. Nochmal Minigolf gewinnen, ne? Okay, so, gehen wir in die dritte Runde. Karl ist raus. Aber beim nächsten Mal probiere ich gleich den. Hat keine Lust mehr, bei ihm fallen alle Bälle neben den Vulkan, der trifft irgendwie gar nichts. Karl denkt ja aber, er ist mega krass im Minigolf, ne? Mhm. Und weil er jetzt verloren hat, stresst er sich natürlich des Todes. Und dafür kriegt Karl jetzt leider seinen ersten Stresspunkt. Weil, ja, leider im Minigolf verloren. Und das
kurz bevor so ein Vulkan ausbricht. Ärgerlich. Ich glaube, Karls Gedankengang war, er wollte so ein bisschen so diese Reverse Psychology anwenden, dass wenn er jetzt aufgibt, dass die anderen beiden denken, oh, Karl ist so krass, er hat etwas gesehen, was wir nicht gesehen haben, dass er ihnen damit Angst einjagt. Ja, es hat leider nicht so gut funktioniert. Die anderen sind sehr viel besser als du. Wie gesagt, du pfefferst die Bälle halt links und rechts neben diesen Vulkan, während die da schon näher dran sind, den mal zu treffen. Nein! Okay, dieser Stein ist auch entfernt worden. Sehr gut. Was für ein spannendes Minigolf-Turnier. Ja, absolut. Also es geht auch, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und Lars, der Ehrgeiz ist auf jeden Fall vorhanden. Sehr gut. Und, wie geht's dir damit? Ich muss mich konzentrieren. Okay. Karl schlendert nur so rum. Okay. Knabbert so richtig laut auf der Gurke rum. Uiuiui. Sehr gut. Ich höre hier immer ein Pina Colada im Hintergrund. Das wäre auch noch mal eine Idee. Ja, wir haben hier soll ich noch mal Cocktails holen gehen? Ja, ja? Eine zweite Runde. Ja. Karl geht auf die Dachterrasse, bestellt einfach beim Barkeeper noch eine Runde Cocktails. Ja, so einen ganzen Krug. Ja, du kriegst so ein Tablett. Ich hoffe, dieser Alarm geht gleich mal aus. Das ist jetzt doch langsam ein bisschen nervig. Also das mit dem Probealarm. Ja, genau. Also zu eurem generellen, läuft doch alles. Generellen Stresslevel, was diese Minigolf-Competition angeht, kommt natürlich noch hinzu, dass ihr seht, so viel Zeit ist nicht mehr. Also so 10 Minuten sind noch zu leben, muss man sagen, wie es ist. Genau, und ihr spielt fröhlich weiter Minigolf, weil das ist ja noch nicht beendet, dieser Wettkampf. Und man kann ja jetzt nichts Halbes draus machen und was man angefangen hat, lassen. Ey, das sieht schwierig aus. Mhm. Und damit ist es passiert. Leider verliert Lars dieses Minigolf-Turnier. Stresst sich natürlich darüber hinaus auch. Und ihr müsst natürlich diesen Jenga-Turm jetzt leider wieder aufbauen. Weil ihr habt nicht mehr so viel Zeit und ihr läuft euch jetzt so ein bisschen davon, während ihr euch ärgert über das verlorene Turnier. Während sich eine Person besonders freut. Das war der Wind. Elisa. Und Elisa sorgt aber dafür, dass wenigstens eine Person in der Runde entspannt ist. Und dafür bekommt ihr noch einen Punkt. Ich finde das echt belastend. Auf dem Entspannometer. Ihr seid jetzt schon bei 3. Das ist sehr gut. Ihr habt dann noch Zeit für eine letzte Aktivität. Und während ihr da am Bauen seid, könnt ihr euch ja schon mal überlegen, welche das sein soll. Ich kann während ihr aufbaut auch noch mal Feedback aus dem Chat geben, dass die auch bemängelt haben, dass ihr mit 2 Händen spielt. Sobald ein Stein berührt ist, muss der eigentlich auch gezogen werden, anstatt durchzuprobieren. Also der erhöhte Skill-Level. Das stimmt natürlich. Das war vor 27 Jahren anders. Ich möchte die Seitenangabe aus dem Regelwerk haben, bitte. Aber wir hatten ja gesagt, wir machen das hier ein bisschen experimenteller und lassen die Regeln ein bisschen offener. Mir ist das schon bewusst, dass das eigentlich alles ein bisschen schwieriger. Der Chat ist sehr regelkonform. Ja, das auf jeden Fall. Und das Publikum ja hier auch. Also da haben wir schon Personen, die sitzen hier und stänkern.
Aber wir wollen uns den Spaß gar nicht verderben lassen. Und ja, habt ihr euch schon entschieden? Was ist die letzte? Die Gewinnerin vom Turnier darf das ja vielleicht einfach entscheiden, weil das ist vielleicht der Preis. Du darfst jetzt entscheiden, was die letzte Aktivität auf dieser Entspannungsinsel für euch sein wird, wo ihr probiert, euch zu entspannen. Ich bin so ideenlos gerade. Du kannst gerne auch die anderen fragen, ne? Die haben natürlich auch ein Mitspracherecht. Also ich fände ein Dinner jetzt noch ganz angebracht. Also essen, wir gehen ja mal in die Küche und nee, also ich möchte dann schon jetzt noch mal selber Hand anlegen. Genau, also ihr könnt gerne in die Hotelküche einwandern. Und so eine Suppe wäre schon schön. Genau, euch angucken. Ihr habt ja auch zwei Leute, die sich mit Kochen beschäftigen. Dann haben wir die nächste Challenge, Gruppe, genau. Ja. Genau, in der Hotelküche alle bediensteten Roboter sind da noch und theoretisch könntet ihr die einfach mal fragen, ob die euch nicht was Leckeres zubereiten wollen. Es ist natürlich die Zeit knapp, also so in 10 Minuten was kochen wird schwierig. Natürlich ist es ein Hotel, das heißt, die haben auch was vorbereitet, ne? Also das wird meistens ja nur einmal aufgewärmt. Damit müsst ihr euch zufrieden geben, aber ihr habt jetzt eine riesige Auswahl an Gerichten, die es da gibt. Und ja, ihr könnt euch ja mal beraten, worauf ihr denn jetzt Lust hättet. Ja, Suppe, also ganz klar. So eine schöne Suppe im Brottopf. Also, ja, nee, weiß nicht. Also so ein Vulkan oder was? Oder? Wir können den Brottopf wie einen Vulkan formen. Und dann haben wir die Suppe da drin und dann können wir irgendwie was reinmischen und dann macht die Suppe puh und dann kommt der kleine Deckel so ab. Können wir uns auf Chili einigen? Das ist ein Statement Piece. Okay, habt ihr eine bessere Idee? Und du so? Ich esse, was da ist. So anspruchsvoll wie die zwei Köche in den Reihen. Spaghetti vielleicht? Das ist ein bisschen wie so Stricken. Nee, nach Spaghetti ist mir nicht. Also Eintopf ist ja am nächsten Tag eh mal besser. Wir können ja mal gucken, was von gestern noch da ist. Ja, das ist vielleicht... Vielleicht gibt es ja Nudeleintopf oder so. Okay, das heißt, ihr geht aus der Küche ans Buffet und guckt mal, was da noch so rumliegt. Kläglichen das Buffet ist noch aufgebaut, weil es war so um die Mittagszeit und ist natürlich leider jetzt alles kalt. Das ist halt so ein bisschen euer Problem. Sushi? Sushi war heute nicht auf der Speisekarte. Deswegen, also ihr habt die Möglichkeit, das zu erwärmen. Du hast natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache in ein paar Minuten Spaghetti, weil du bist ja Sterneköchin. Das heißt, du könntest dich entscheiden, na, ich will selbst was machen. Das ist halt also das Einzige, was schnell genug geht. Es sei denn, dir fällt was Besseres ein. Genau, aber ihr könnt ja mal beraten, worauf ihr noch so Lust habt. Also eine Rohkostplatte fände ich schon lecker. Ja, noch so ein Dip, den können wir mal eben in einer Minute zusammenrühren, genau. Ja? Ist ja was für alle mit dabei, also. Also sind da dann noch Pommes drauf? Auf Pommes? Der Rohkostplatte? Ja. Also roh also, oder? Also das Ding mit der Rohkostplatte ist, dass es roh ist. Und Pommes sind bekannterweise nicht roh. Ach so. Wie isst du deine. Ich will's nicht wissen. wir können auch Pommes dazu machen. Solange ich sie nicht essen muss. Okay. Ja gut. Was ist eure Entscheidung? Experiment machen und deine Rotkostplatte einfach komplett da reinwerfen. Wir könnten die Rotkostplatte in die Fritteuse werfen. Also eine von dreien. Ich möchte das nicht. Okay. Finde ich gut. Also Rotkostplatte mit Pommes it is. Ja? Frittierte Rotkostplatte. Habt ihr so eine Arbeitsaufteilung, wer was macht? Ich glaube, ich würde schnibbeln. Schnibbeln? Ich stehe vor der Fritteuse und warte, dass sie warm wird. Und das wird sie wahrscheinlich nicht, weil ich nichts angemacht habe. Okay. Ja, das sehe ich von Weitem und werde dann irgendwie mal kurz sagen, hier, also der Riegel der muss mal rüber und dann genau, bitte also die Fritteuse kriegst du dann an mit ihrer Hilfe, aber wofür würdest du dich dann zuständig fühlen? Ja, also ich sehe einen Schnippel-Contest kommen, weil, also ich meine, Entschuldigung, Suppen. Ja, so den Dip also, vielleicht? Gibt's ja, auch ja noch? Den Dip gibt es auch noch, stimmt. Ja, den machen wir so nebenher. Nebenbei. Also ich würde mal sagen, ich hole mal die Zutaten für den Dip. Schnibbeln und zuständig und du. Wenn der Dip fertig ist, dann helfe ich schnippeln, weil schnippeln dauert ja definitiv länger. Dann fangen wir einfach mal bei dir an. So als Suppenköchin kannst du wahrscheinlich relativ gut schnibbeln.
Aber ich möchte trotzdem vom Publikum wissen, wie viele Jenga-Steine muss sie denn ziehen, damit sie sich nicht ihren Finger schneidet? 5, sagt das Publikum. Hey! Das Publikum sagt eindeutig 5. Na, wir haben eine Range von 1 bis 3. Wir bleiben dabei. Da hinten sehe ich aber eine 3. Da hinten sehe ich auch noch eine 3. 3, okay. Dann 4. Machen wir mal 3. Also 3. Du müsstest jetzt 3 Jenga-Steine ziehen, aber da du sehr gestresst bist, musst du leider 4 ziehen. Mit links. Bringt halt nichts, ist halt so. Du bist so gestresst, dass das Schnibbeln halt ein bisschen anstrengender ist, ne? Weil wenn man so gestresst ist und dann versucht man noch zu schnibbeln, dann schneidet man sich gerne den Finger. Habe ich neulich tatsächlich auch wieder gemacht. Nur so Fun Fact am Rande. Aber der Jenga-Turm ist ja gerade neu aufgebaut, da sollte kein größeres Unglück passieren. Wie ist das denn? Du kannst gerne weitermachen. Ich jinx hier gar nicht. Genau, du kannst ja mal weitermachen. Du machst Pommes in die Fritteuse, richtig? Mhm, ja. Genau. Wie schwierig findet ihr das? 3, 2. Okay, ja. Schwierigkeitsstufe 2 für sie 3, würde ich auch sagen. Zwischen 2 und 3, was sagst du der Rest? Haben wir noch? Lars hat so. Auch 3, okay, hier. Okay, Lars hat so wenig Kocherfahrung, dass also, es definitiv Stufe 3 ist. Genau, so, dass du dachtest, Rohkost-Pommes, musst du dich aufpassen, nicht zu verbrennen an der Fritteuse. Und wenn du halt, ja, nicht aufpasst, passiert und das halt. Wir können schon mal den Dip abfragen, oder? Gerne, können wir auch schon weitermachen. Als Sterneköchin einen Dip zuzubereiten, wie schwierig findet ihr das? 1. Nicht so schwierig. Als Sterneköchin. Ne? 1. Ja. Auf die Regie hören wir nicht mehr. Okay. Also wir hatten 3er, wir hatten 1er, wir hatten 2er Meldung. Ja, wir gehen mal in die Mitte. So die Mitte. Du, mit den bedürftigen Zutaten, die so schnell genau. Auf die schnell findest, ist es sehr schwer, einen guten Dip zu machen. Das ist jetzt regelkonform. Das sieht sehr, sehr schwierig aus. Denn auch du bist gestresst und musst ja insgesamt 4 Steine ziehen. Das möchte ich nochmal erwähnen. Das glaub, du glaubst, oh Gott. Und damit kriegt Lars den nächsten Stresspunkt aus seinem Konto. Die Fritteuse ist leider explodiert. Es wird auch nicht besser. Das heißt, du verbrennst dich sehr, sehr stark an der Fritteuse. Deine Hände, die eh schon gestresst sind von deinem Job, die tun jetzt sehr, sehr doll weh. Da hat die Massage nicht so viel geholfen. Aber ich habe doch das Turnier. Genau, ja, und ihr müsst euch beeilen, den Turm wieder aufzubauen, denn in nicht mal 5 Minuten bricht der Vulkan aus. Und wenn ihr bis dahin nichts zu essen hattet, dann war es natürlich alles umsonst. Genau. Da merkt man die Sterneköchin, die hat Mise en place selbst beim Jenga-Turm aufbauen und hat sich die Häppchen parat gelegt. Genau. Tatsächlich sind die Pommes dann auch verbrannt, weil du es mit den verbrannten, also mit deinen angekohlten Händen, die ein bisschen wehtun, natürlich auch nicht schaffst, die rechtzeitig da aus der Fritteuse und so, das klappt alles nicht so. Und die anderen sind natürlich sehr beschäftigt. Genau, aber wir können ja mal gucken, also wir haben es ja, ne, wir haben ja einen ja, entsprechenden Rohkost haben wir da. Pommes ist ja eh keine Rohkost, die haben wir jetzt nicht da, aber vielleicht haben wir noch einen guten Dip. Du musst tatsächlich nur 2 Steine ziehen, um einen hervorragenden Dip aus den schlechten Zutaten des Hotels zu zaubern. Sehr gut. Okay, cool. Besser so. Genau, und damit schafft ihr es so ungefähr 2,5 Minuten, bevor der Vulkan ausbricht, diese Rohkostplatte mit einem sehr hervorragenden Dip fertigzustellen und die bediensteten Roboter, die da kellnermäßig unterwegs sind, servieren euch das dann auch und ihr habt ein wunderbares letztes Abendmahl. Es gibt doch bestimmt so eine Panorama- Lounge, Scheibe. Oder? Wo man sich aufs Sofa genau. Setzen kann ja. Mit der... Also ich würde sagen, Coladas, die wir jetzt ja noch haben. Genau, ich würde sagen, ihr sitzt da und könnt auf den Vulkan blicken, weil das ist natürlich auch... Das ist ja ein Bildschirm, ne? Ist klar. Also auch ein Naturspektakel. Ihr kriegt auf jeden Fall noch einen Entspannungspunkt für das leckere Essen. Damit habt ihr 4 Punkte erspielt und seid ziemlich entspannt in eurem Drohnenende entgegengeschritten. Und dann... Sitzt ihr da, könnt euch noch ein bisschen unterhalten. Letzte Worte. Wechseln. Mist, ich bin gegen Karotten allergisch. Er
Hat jemand irgendwas? Klopfen? Knapp vorbei an Karls vorzeitigem Ende, bevor der Vulkan ausbricht. Lars, wie sieht's bei dir aus, das Befinden? Ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir das alles ein bisschen anders vorgestellt hier. Also keine Ahnung. Glaubt ihr, uns holt hier vielleicht doch noch jemand runter? Ja, ich bin gespannt, was morgen auf diesem Bildschirm zu sehen ist. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Der Vulkan bricht tatsächlich aus. Und so Pompeji-mäßig ist diese ganze Insel dann natürlich bedeckt in Asche und ihr entsprechend konserviert für die Nachwelt bei eurem letzten Abendessen. Danke euch fürs Mitspielen. Danke auch an Manu fürs Dabeisein. Du hattest jetzt gar nicht so viel zu tun. Das hat ja ganz gut funktioniert. Und danke an das ganze Publikum hier bei der Play als auch im Chat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war experimentell. Wir haben mal einfach ein bisschen Spaß gehabt. Ich hoffe, euch hat es nicht zu sehr gestresst. Doch. Aber auf eine gute Art. Aber dafür gibt es ja gleich die Finissage. Ich glaube, es wurde angesagt, sie wird nicht mehr gestreamt. Sie findet nur noch hier im Jupiter statt. Genau. Dann würde ich mich in dem Fall endgültig verabschieden hier aus dem Stream und Manu das Wort übergeben und du kannst eine schöne Abmoderation machen. Genau, also danke, dass ihr euch freiwillig gemeldet habt, dass ihr mitgespielt habt. War sehr entspannend auf jeden Fall. 4-Sterne-Köche mit 4 Entspannungslevel. Das war's von der Play. Danke fürs Zuschauen. Danke an das ganze Team natürlich auch und alle, die hier mitgeholfen haben. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. Und wir machen jetzt hier noch eine Finissage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. War sehr schön.